Na moin und servus Leute, wir haben heute wieder Mittwoch. Gestern kam ja der andere Vlog. Da bin ich unter anderem gefragt worden, ob ich nicht einmal einen Hupentest vom IHC machen kann. Da kommen wir mal dazu, das kriegen wir auch hin. Schaut doch mal in die alten Videos, da habe ich das schon mal gemacht, habe ich auf die Hupe gedrückt. Ansonsten, bei mir gibt es wieder ein paar Neuigkeiten. Und zwar folgendes: Ich habe gestern meinen TÜV-Prüfer angerufen für den KA15. Der Vorbesitzer auch von dem KA15 und habe mit dem endlich einen TÜV-Termin gefunden. Der kommt jetzt nächste Woche am Dienstag früh um 8.30 Uhr und macht die Hauptuntersuchung von dem Schlepper. Der Kram steht ja jetzt aktuell drüben im großen Stadlstore drin. Und ja, wie gesagt, da kommt der dann am Dienstag früh um 8.30 Uhr vorbei. Das heißt, wie der TÜV gelaufen ist oder ob es funktioniert hat oder nicht, erfahrt ihr dann erst nächste Woche Freitag. Vorher leider nicht, so schnell geht es nicht. Ja, so viel auf alle Fälle mal dazu. Ich hoffe, dass das dann nächste Woche so klappt, dass ich vielleicht den Schlepper dann auch gleich zugelassen kriege. Bloß bei uns die Zulassungsstelle, ich habe gestern nochmal die Zeiten rausgesucht, die haben ihre Zeiten geändert, die sind jetzt teilweise nur noch bis 12 Uhr da. Als Berufstätiger musst du da schon gucken, wie du da zurechtkommst. Aber gut, das kriegen wir auch hin. Es kann unter Umständen sogar sein, weil der ja auf die Landwirtschaft zugelassen werden muss, dass mal vor der selber rein muss und muss noch anmelden, sonst kriegen wir keine grünen Nummern. Ja, auf alle Fälle, da geht es jetzt dann auch voran. Im Moment läuft der Schlepper ja bloß zum Mistfahren und ja, wenn er denn nochmal zugelassen ist, dann gibt es auch noch andere Arbeiten, die er verrichten darf. Und da freue ich mich eigentlich schon richtig drauf. Ich hätte es ja am liebsten die Woche schon gehabt, aber wenn es nicht ist, ist nicht. Und ich habe von vornherein gesagt, wenn jemand TÜV macht, dann soll das der TÜV-Prüfer machen, weil ich einfach schon sein Gesicht zeigen will, was er jetzt zu dem Schlepper sagt. Ja, das war jetzt die eine Neuigkeit. Und die andere Neuigkeit ist, ich habe ja schon mal gesagt, dass ich quasi eine andere Arbeitsstelle eventuell suche und ins Auge gefasst habe. Und ja, ich sag mal, positiv, passt. Hat sich was gefunden. Und ja, da schauen wir weiter. Wo genau, sage ich nicht. Gehört in die Farmflugs nicht, nein. Und wenn man Arbeitgeber ist, ich denke mal, sollten wir vielleicht doch dann ein bisschen zurückhalten. Der Arbeitgeber weiß Bescheid, aber ich muss ja jetzt da nicht hier groß ankündigen, wer es ist. Wie gesagt, das halten wir einfach zurück. Geht im Endeffekt nur mich was an. Ich habe auf alle Fälle was Neues und ja, da schauen wir auch weiter. Ja, und zu meinem Schnapszahlenflock 111. Ja, stimmt so im Nachhinein betrachtet. V111 hat einer geschrieben. Ich hätte euch den A111 wieder mal zeigen können. Weil ich immer wieder gefragt werde, wie schaut es denn aus, wann fährst du nochmal wieder mit dem Allgäuer? Würde ich gerne machen, aber A, mir fehlt im Moment der Sprit dazu. Der Allgäuer, der braucht einen Sprit ohne Bioanteil, also reinen Diesel. Habe ich im Moment nicht. Eventuell über einen Bekannten, der ist Tankzufuhrer, die haben die Möglichkeit, die Kumadoron, dass ich über den was kaufen kann, dass der mir was mitbringt. Habe ich aber wie gesagt noch nicht, deswegen kann ich nicht fahren und extra an die Aral fahren und den teuren Diesel kaufen, wollte ich jetzt auch nicht, nur zum ein bisschen Spaß rumfahren, weil das ist diese Ultimate oder was der Teufel, wie das Zeug heißt, Spezialdiesel, das Zeug, das kostet ja ein Schweinegeld. Also das wollte ich mir jetzt nicht extra holen, nur um mal mit dem Allgäuer wieder durch die Gegend zu fahren. Ja, es wäre zwar schön gefroren alles und ich könnte Mist damit verfahren, aber wie gesagt, der kommt wieder zum Einsatz, keine Angst. Ich weiß, da warten einige Leute schon sehnsüchtig drauf. Oh, wann kommt der Allgäuer wieder, wann kommt der Allgäuer wieder? Wir wollen den Allgäuer. Ja, ich weiß. Da kommen wir wieder dazu. Der kommt auf alle Fälle wieder zum Einsatz. Ich denke mal, jetzt wenn es ins Frühjahr reingeht, Koppel abäppeln oder sowas, kann der durchaus nochmal wieder machen. Oder auch mit der Schleppe fahren. Ach, da muss ich mal gucken. Aufgaben gebe ich so viel. Ich habe jetzt 4 Schlepper zur Verfügung. Wir könnten ja alle irgendwas machen. Die sollen ja auch alle irgendwas machen. Ich sage aber immer wieder dazu, der A111, das ist mein Vaterseischlepper und ich kann nicht einfach mit dem machen, was ich will. Also einfach mal sagen, ich nehme den jetzt und fahre mit auf die Arbeit oder so. A, ist es ja rechtlich schon nicht erlaubt, weil er LOF-Kennzeichen drauf hat. Dann müsste ich ihn für diesen Tag versteuern. Und B, selbst wenn ich jetzt zum Tanken da damit fahren würde, es ist mein Vorderseilschlepper und der mag es nicht, wenn der jetzt auf die gesalzenen Straßen rumfährt. Ist ganz klar, das Salz, das greift alles an, frisst die Schlepper dann unten rum zusammen. Wenn es nicht sein muss, vermeidet man es doch. Ist auch mit die Krame so, deswegen steht der Karl 300 auch in der Garage, deswegen mache ich mit dem im Moment nicht viel. Wenn es so trocken ist, wie es jetzt aktuell bei uns ist, dann ist das kein Ding.
Aber die letzten Tage, da war es quasi tagsüber immer so feucht, da waren die Straßen richtig nass. Dann haben sie aber, weil ja immer die Gefahr bestand, dass nachts wieder friert, da haben sie Salz drauf gefahren, diese Salzlauge. Ja, und über die, wenn du natürlich dann ewig mit dem Schlepper drüber fährst, das sammelt sich in die Kotflügelstreben und und. Und ich meine, wie das Ganze ausschaut, das sieht man an meinem Restaurationsbericht, den ich einmal gemacht habe vom KL300, also faustgroße Löcher. Oder ja, KA15 hat ja auch nicht besser ausgeschaut. Von daher sage ich ganz ehrlich, wenn es nicht sein muss, fährt man nicht auf der Straße. Klar, der KA15, wenn jetzt fertig ist, dann werde ich ihn natürlich auch mal auf der Straße fahren. Aber dass ich jetzt sage, ich eier mit dem Ding da durch halb Kulmbach nur, weil es so lustig ist jetzt, das garantiert nicht. Weil danach gehört er dann immer ein bisschen abgespritzt, dass das Zeug ein wenig raus ist. Ja, soweit dazu. Dann bin ich auch wieder gefragt worden, wie schaut es jetzt eigentlich aus mit eurem Tiefladeprojekt? Wann machst du denn das? Wann fängst du nochmal mit dem Miststreuer an? Wann machst du denn das? Wann geht es denn mit der Garage los? Ich habe genug Arbeiten, ich weiß. Ich hätte so viel zu machen. Projekt Tieflade bzw. Transportanhänger steht ganz hinten an. Mein Vater hat immer wieder neue Ideen. Grundsätzlich ist es ja eigentlich sein Projekt und nicht meins. Er hat da eigene Ideen, die er einbringen will und wie er es haben möchte. Er hat da feste Vorstellung. Zuallererst brauchen wir mal eine passende Zugvorrichtung mit Auflaufbremse, weil ohne kannst du es vergessen, wenn du zwei Schlepper hinten drauf stellst, den IHC davor hängst und bremst. Ohne Auflaufeinrichtung, das Zeug schiebt dann natürlich wie Sau oder wenn du Heu oder Holz oder sonst was damit fährst. Hat ja alles sein Gewicht. Ja, und das ist natürlich auch wieder mit diesem da verbunden. Ne? Von daher, das steht erst einmal hinten an. Wir sind im Hausumbau noch. Da ist einfach jetzt für anderes noch keine Zeit. Den Miststreuer müsste ich jetzt so langsam aber sicher mal anfangen, weil sonst ist es Herbst. Ich müsste meinen Mist ausfahren und kann es immer noch nicht. Ja, da muss ich aber noch gucken, dass ich mir drin im Stahlhandel ein paar gescheiter Wasserrohr hole. Schöner, stabiler Stahlwasserrohr. Und meine Winkeleisen, die ich mir dann zurechtschneide. Ja, da müsste ich bloß einmal ausmessen und müsste rausschneiden. Im Grunde genommen eigentlich kein großer Akt. Müsste ich aber jetzt auch die Scheune erst ausräumen. Und wie gesagt, ich habe den Kipper ja auch noch, den ich machen müsste. Bin ich auch noch nicht weiter dazukommen. Habe ich aber ehrlich gesagt im Moment auch keine Lust. Ja, das gibt es auch einmal. Ich weiß, der Winter ist Reparaturzeit und man müsste eigentlich immer mal irgendwas machen. Aber das Jahr hat 365 Tage. Und in der 365 Tage, da schaffe ich auf jeden Fall noch was. Im Moment war es, wie gesagt, ein bisschen durcheinander bei mir. Ja, auch zum Thema Garage hier, ganz klar, die muss weg. So wie sie jetzt dasteht, Ding ist eh einsturzgefährdet. Das liegt jetzt aktuell nur der Mähbalken vom KA15 drin. Ja, die Tore fallen vorne ein. Wenn es da aufmachst, da fallen sie dir entgegen. Ist natürlich nicht optimal, aber es ist jetzt alles gefroren. Wir haben noch Winter. Wenn du jetzt im Winter anfängst, das Ding wegzureißen, Betonplatten gießen kannst du noch nicht. Groß an die Bäume rumschneiden. Gut, du könntest jetzt anfangen, du könntest einzelne Äste vom Nussbaum abnehmen, die quasi dann störend wären, weil gerade der, der oben auf dem Dach aufliegt, der hier, der müsste normalerweise weg. Ich meine, das ist einmal so eine Aktion, das kann man machen. Und sonst grundsätzlich, ja, mit dem Abriss, ich denke mal, vor März wird es da nicht losgehen. Vorher ist aber auch die Wohnung oben nicht fertig. Ich meine, muss immer eins nach dem anderen machen. Ich kann nicht fünf Baustellen auf einmal anfangen und am Schluss kriege ich keine fertig. Da lieber mache ich erst einmal eins fertig und dann das nächste. Projekte über Projekte. Im Stottel oben das Loch habe ich jetzt von meinem Vater erfahren. Das war eigentlich absichtlich drin. Das ist der Durchwurf für die Dreschmaschinen gewesen. Da war früher mal Klappen. Deswegen habe ich das erst einmal nach hinten angestellt, weil ich mir gedacht habe, okay, es liegen zwei große Platten drauf. Die waren original auch da drauf gelegen. Vielleicht baue ich es auch wieder so um, dass man es aufklappen könnte. Muss ich mal gucken. Das weiß ich noch nicht so genau. Der Hund spinnt. ja, das muss ich ja mal gucken, wie ich das anstelle. Keine Ahnung. Weiß ich noch nicht. Gut. So viel jetzt erst einmal zu den aktuellen Themen und warum dies oder das oder sel oder jenes noch nicht gemacht ist. Wie gesagt, teilen können wir uns nicht. Und ich fange halt nicht 10 Baustellen auf einmal an. So Leute, wir haben heute schon wieder Donnerstag. So schnell geht's immer. Und ja, es gibt bei mir eine Neuigkeit. Ich habe gekündigt. Ja, das wisst ihr jetzt dann auch.
Mein alter Job ist gekündigt. Ich habe schon was Neues. Ich fange bei einem Elektriker an. Mehr sage ich, wie gesagt, dazu nicht. Die alte Arbeit ist gekündigt, Kündigung heute abgegeben, unterschrieben, zurückgekriegt. Eine Kopie davon quasi. Ja, der Arbeitsvertrag beim neuen Arbeitgeber ist schon unterschrieben. Und ab 1. März geht es dann für mich woanders los. Ja, das heißt jetzt noch 4 Wochen. Und dann ändert sich bei mir auch ein bisschen was. Es kann natürlich sein, die neue Arbeit, die hat andere Zeiten. Ich arbeite nicht mehr Frühschicht und Spätschicht und so. Ich arbeite von 7 bis 16 Uhr. Das heißt, ich kann dann eigentlich erst filmen, wenn ich abends zu Hause bin. Gerade jetzt in die Wintermonate wird da natürlich nicht viel passieren. Da habe ich halt meinen Stall ganz normal zu machen. Andere Arbeiten bleiben liegen. Hauptsächlich gefilmt wird dann nur noch Freitagnachmittag und Samstag. Ja, Freitag bin ich um 1 normal fertig und Wochenende habe ich dann immer. Ich kann, wie gesagt, nicht versprechen, ob die Zeiten dann alle exakt so bleiben, wie sie jetzt waren. Das kann sein, dass sich da noch was ändert. Vielleicht ändert sich auch an die Vlogs dann was. Muss ich mal sehen, wie ich zurechtkomme, ob ich da noch genug Material zusammenbringe. Sonst gibt es halt immer einen kürzeren unter der Woche und fürs Wochenende dann einen längeren. Eventuell mit der Möglichkeit, dass ich dann. Ich muss mal gucken, vielleicht mache ich dann von Dienstag und Freitag auf Mittwoch und Samstag, dass ich die Vlogs umlege oder so. Das kann ich so noch nicht versprechen. Ich weiß, die meisten warten immer Dienstag drauf und die warten Freitag drauf, aber ob ich das System so beibehalten kann, kann ich so aktuell noch nicht versprechen. Farmvlogs kommen aber ganz normal weiter, das ist sicher. Also, ich werde weiter filmen und ich werde weiter zeigen, was ich so treibe. Wie gesagt, es wird sich eventuell ein kleines bisschen ändern, aber wie genau, das sehen wir. Gut, so viel sei mal hierzu gesagt. Dann im letzten Video bin ich gefragt worden: Mensch, du hast den IHC gezeigt und der hat doch die Tröte drauf. Jetzt wollen wir aber einen Hupentest haben. Und den machen wir mal, den kriegt er. Kleinen Moment. Ja, das ist die Hupe vom IHC. Für alle, die schon immer wissen wollten, wie das klingt. Ist ein bisschen heller vom Ton. Ja, da wären zwei dumpfe Hörner, wären schöner, ein dumpferer Ton. Aber die ist gut zu hören. So manch einen Autofahrer hast du damit schon erschreckt. Vor allem, wenn sie einem immer die Vorfahrt nehmen. Ja, jetzt habt ihr die auch einmal gehört. Alle wollen sie immer sehen, dass ich den Allgäuer mal wieder fahre. Wie gesagt, das ist im Moment ein bisschen schlecht. Der steht aber auf jeden Fall hier, keine Angst. Ist nicht so, dass es den nicht mehr gibt. Der wird natürlich noch bewegt, aber im Moment halt einfach nicht. Ja, jetzt haben wir das einmal gemacht. Und jetzt machen wir uns mal an den Kipper. Wir wollten ja den einen Reifen noch wechseln. Die ganze Zeit liegen geblieben. Jetzt habe ich mal ein bisschen Zeit. Ist zwar auch schon wieder Viere. So ist es halt immer, ne? Aber jetzt würde ich sagen, wechseln wir mal den Reifen. Zuerst schmeißen wir den runter. Lassen die Luft ab. Und dann versuchen wir nochmal, ob wir ihn auf der Maschine abgezogen kriegen. Ich weiß, es waren einige Fragen. Ach, kannst du es nicht nochmal zeigen, wie das per Hand geht? Klar, würde ich gerne, aber zu zweit ist sowas einfacher und ich bin im Moment alleine. Und nachdem es auf der Maschine geht, warum soll man sich die Plagerei dann machen und so runter machen, wenn es doch so auch geht? Es ist, wie gesagt, relativ kühl, relativ kalt. Die Reifen sind hart. Im Sommer wäre das kein Thema. Da würde ich es dann vielleicht sogar in Erwägung ziehen, aber wenn man alleine ist, dann macht es auf der Maschine ein bisschen mehr Spaß. Also fangen wir mal an, damit wir was tun. Bisschen Fett drauf dann.
Ja, gelöst ist er. Dann kann er runter. Da haben wir unser Rädchen. Ja, so schaut das gute Stück aus. Ja, um nochmal darauf zurückzukommen, warum tausche ich beide? Es macht wenig Sinn, auf der einen Seite zu tauschen und die andere Seite einfach zu lassen. Wenn man sich die Arbeit macht, dann macht man es einmal richtig. Und hier nicht halbe Sachen. Ich finde, das ist auch immer irgendwie blöd. Dann macht man es auch mal gescheit und gut ist. Hier können wir gleich aufmachen. Da kommt der Vater dann mit dem Autoharm. Da kann er auch rein. Zack. Zack. Und ja, falls man es auf der Kamera erkennt, ich meine, das hier sollte dann schon ein bisschen zu denken geben. Hier ist auch ein Schlitz drin. Geht auch relativ tief rein. Und das sind die Gründe, warum ich dann neue Reifen aufziehe und nicht die alten drauf lasse. Ich will kein Verkehrsrisiko für andere Verkehrsteilnehmer sein. So. Erster Schritt, Ventil raus. Dann erst einmal die Maschine anschließen. Wenn man noch ans Kabel rankommt, das liegt natürlich da hinten. Zack. Gut. War ja schon oben. Das ging fix. Gleich einmal komplett unten. Mal schauen, ob es auf der anderen Seite auch so schön geht. Hervorragend. So stelle ich mir das vor. Die schwand aber auch, da ist kein Schlauch drin, so wie das ausschaut. Zumindest habe ich so das Gefühl. Weil auch das Ventil, das hier drin ist, das schaut nicht nach Schlauchventil aus, sondern eher nach einem Tubeless.
Zwar eher selten, dass sowas ist, aber gut. Kann sein, dass die Originalschlauch los waren. Verschreien will ich's mal nicht. Drum. Gut. Schwabbelchen. So. Montiereisen. Ah. Wer sagt's denn? Und dann geht's los. Sitzen gut stramm. Die waren schon länger nicht mehr unten. Und wie ich schon vermutet habe, kein Schlauch drin. Der Reifen hier ist schlauchlos, tatsächlich. Hätte ich nicht erwartet. Wahnsinn. So, jetzt kommen wir ins spannende Teil. Der Autoreifen ist ein bisschen leichter zu handeln. Auf der Maschine auch schon ein paar mehr abgezogen. Anhänger und Schlepperreifen eher weniger. Außer ich mir die vom Steig dazu. Aber die sind ja Spielzeug im Vergleich zu dem. Wieder oben. Geht doch. Mit Gewalt und Spucke fängt man eine Mucke. Immer schön. So, wie ich das letzte Mal gemacht. So, da sieht man schon keinen Schlauch dazwischen. Der war schlauchlos. Haben wir jetzt alle Schätzchen den Schrottreifen. Den Schrottreifen, Schrottreifen. Zack. Gut. Und da haben wir eine Felge. Und die Felge hat noch ein Ventil für schlauchlos.
Und das brauchen wir nicht mehr, weil wir einen Schlauch einziehen, also kann dieses Ventil weg. Und dazu wird es einfach rausgeschnitten. Ja. Das alte Ventil. Gut, jetzt muss ich mich erstmal auf die Suche begeben, ob ich noch irgendwo ein Talgum habe. Und wenn ich da keins habe, dann haben wir ein Problem. Oh, Talgum hatte ich zwar nicht daheim, aber es gibt ja was, was genauso funktioniert. Talgum-Basis, Babypuder. Ja, Parfüm frei. Warum nicht? Babypuder ist vielleicht vom Preis ein wenig teurer, wie so eine Dose Talgum da, aber gut. Zur Not tut's auch. Babypuder funktioniert auch. Ich schmiere jetzt den Reifen da mal, beziehungsweise die Felge schön mit Seife ein, dass alles gut flutscht. Dann blase ich den Reifen einmal kräftig aus mit Luft. Dann kommt ein wenig Talgumpulver rein. Dann wird der Reifen schön eingeseift. Dann kommt der Reifen auf der einen Seite drauf. Dann muss der Schlauch dazwischen. Dann kommt der Schlauch richtig schön rein. Den Reifen gar drauf. Und dann sehen wir weiter. Dauert jetzt einen klitzekleinen Moment. Ich wünsche euch da dabei einfach mal viel Spaß. Ah, wird schon langsam. Viel besser.
So, dann können wir erst mal abstellen und dann können wir sie richtig schön anziehen. Gut. Schon steht er wieder. So muss das. Jetzt schauen wir noch mal, dass der Luftdruck passt. Und dann ist auch schon gut. Machen wir 3,1. Na, so schaut es doch schon viel besser aus. Wieder zwei sauber schöne Reifen. Das gefällt mir. Hervorragend. Ja, Kippe ist ja jetzt fertig. Ich wollte ihn eigentlich noch umparken, aber es ist schon wieder 10 vor 6. Bei uns gibt es jetzt gleich Abendessen. Und bevor ich jetzt da noch lang rumtue, in meine Krame, wenn ich ihn anlasse, dann kann er ruhig auch ein bisschen bewegt werden. Habe jetzt gerade überlegt, naja, morgen könnte der Mist wieder verfahren. Dann ist die Lore auch voll. Ich habe nämlich jetzt meine Viecher noch gemacht. Dann wird es sich ja anbieten, wenn ich den Krame morgen eh im Einsatz hätte, dann kann ich den Hänger ja morgen umstellen. Von daher habe ich mir überlegt, der Kipper bleibt jetzt heute Nacht noch hier drin stehen. Er steht wieder auf die Räder. Er hat zwei neue Räder montiert. Alles kein Problem. Geht wieder so. Ja, wie man sieht, so schaut das Ganze jetzt hier drüben aus. Und auf der anderen Seite ja genauso. Den anderen hatten wir ja schon. Beide aufgeblasen mit 3,1 Atü. Ja, ich wollte eigentlich einmal... den Hänger am Krame probieren, wollte mal schauen, wie sich's zieht. Dann habe ich, wie gesagt, auch einmal eine Möglichkeit, dass der Krame richtig arbeiten muss, wenn ich mit dem Hänger den Berg rauf jag. Ah, das machen wir jetzt dann morgen. Seht ihr quasi erst im Dienstagsvlog. Vorher kommt es dann nicht. Ja, den Vlog da, den habe ich jetzt dann einfach mal den IHC Hupentest Vlog genannt. Oder so ähnlich. Das weiß ich noch nicht, aber so in die Richtung denke ich mal. Also IHC Hupentest. Ja, da haben wir halt heute nur mal das gemacht und den Reifen montiert. Es ist, wie gesagt, nicht viel passiert. Ich meine, was soll ich jetzt groß zeigen? Es gehört der Heuwinde gemacht, es gehört der Schwade, gehören neue Reifen drauf. Der Miststreuer steht auf alle Fälle an, Streuwalzen. Da muss ich jetzt aber noch messen, wie stark diese Rohre hinten sind. Dann gehört da mal eins aufgeflext. Dann muss ich gucken, wie stark die innen sind. Und dann muss ich drinnen im Stahlhandel einmal passende Rohre mitnehmen. Die müssten dann so um an Meter 20 oder was lang sein. Breit 3 Stück und ein ganzer Haufen Stahlwinkel dazu, schön massiv.
Und dann ist es nochmal Bastelarbeit, das sind dann nochmal 2, 3 Tage, wo du da investierst, da kann ich das Ding dann zusammenrichten. Ja, muss ich mal gucken. Morgen arbeite ich von 8 bis 14 Uhr und dann habe ich ja mal ausnahmsweise ein langes Wochenende. Ich habe am Samstag Überstunden eingeplant. Ja, und dann schauen wir mal. Wie gesagt, ein längeres Wochenende, Montag frei und Dienstag früh kommt dann der TÜV. Ja, den TÜV-Termin, was da rauskommt, das könnt ihr dann eventuell abends noch erfahren. Das kann ich dann eventuell reinschreiben. Oder ihr fahrt dann spätestens am Freitag nächste Woche. Und ja, da denke ich dann auch einmal, da werden wir dann wissen, ob der Kramer dann ein Kennzeichen hat oder nicht. Also geplant ist ja dann, wenn dann ein bisschen zügig, dass wir den dann endlich mal fahren können. Gut, so viel auf alle Fälle dazu. Ich denke mal, das war's dann jetzt für diesen Vlog. Wird wieder lang genug geworden sein. Ich denke mal, das werdet ihr jetzt dann gesehen haben. Entweder ich habe ein wenig Zeitraffer gemacht beim Reifen aufziehen oder ich habe es dann ein bisschen zurechtgestutzt, dass es passt. Ja, und alles Weitere wird sich zeigen. Und dann wünsche ich jetzt allen erstmal ein wunderschönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche am Dienstag wieder. Und bis dahin wünsche ich euch schöne Grüße, ein schönes Wochenende. Euer Klargartendomer, der Michel. Und Servus bis dahin.